Hallo, ich stelle heute den Konzept Test 41 Phantoff-Faktor vor. Der Konzepttest lautet, der Phantoff-Faktor von Essigsäure in Wasser ist A gleich 1, B ist gleich 2, C ist gleich 0 oder D liegt zwischen 1 und 2. Was ist der Phantoff-Faktor überhaupt? Der Phantoff-Faktor beschreibt das Verhältnis aus der Summe der Stoffmengen des gelösten Stoffes in einer wässrigen Lösung zu der Stoffmenge des ursprünglich zugegebenen Ausgangsstoffes. Das heißt, in wie viele Teilchen dissoziiert eine Formeleinheit? Also, in wie viele Teilchen löst es sich bei der Dissoziation auf, wenn es sich überhaupt löst? Der Phantoff-Faktor wird als I beschrieben und ist eine dimensionslose Zahl, also hat keine Einheit. Wie berechnet man jetzt den Phantoff-Faktor? Wir gehen erstmal vom einfachsten Fall aus, einer vollständigen Dissoziation. Dann ist I, wie gesagt, die Summe aus N, also die Stoffmenge der gelösten Stoffe, geteilt durch N, die Stoffmenge des Ausgangsstoffes. Wie berechnet man jetzt den Phantoff-Faktor, wenn wir keine vollständige Dissoziation haben? Man muss dann noch den Dissoziationsgrad Alpha mit in die Rechnung einbringen. I ist dann 1 plus Alpha mal Klammer auf Q minus 1 Klammer zu. Q ist dann wieder die Summe aus N gelöst durch N Ausgangsstoffe. Alpha, wie gesagt, der Dissoziationsgrad, der zwischen 0 und 1 liegt. Der Dissoziationsgrad hängt ab von der Säurekonstanten, der Konzentration und dem pH-Wert der Lösung. 0 bedeutet beim Dissoziationsgrad, es findet keine Dissoziation statt. Und 1 bedeutet, eine vollständige Dissoziation findet statt. Und haben wir wieder den Fall Alpha gleich 1, dann ist I wieder Summe aus N gelöst durch N Ausgangsstoff. Wem haben wir diesen Phantoff-Faktor jetzt zu verdanken? Das war Jacobus Henricus Phantoff, der diesen Faktor aufgestellt hat, der übrigens der erste Nobelpreisträger der Chemie war. Jetzt ein erstes Beispiel. 1 Mol Kupferchlorid wird aufgelöst in Wasser und dissoziiert vollständig zu 1 Mol Kupfer 2 plus und 2 Mol Cl minus. Wir haben eine vollständige Dissoziation, deswegen ist Alpha gleich 1. Das heißt, in unserer Formel ist I gleich Q, wieder die Summe aus N gelöst durch N Ausgangsstoff. Also in diesem Fall 3 Mol geteilt durch 1 Mol, das heißt, der Phantoff-Faktor I ist gleich 3. Beispiel 2, 1 Mol Kochsalz, Natriumchlorid, wird aufgelöst in Wasser und dissoziiert ebenfalls vollständig zu 1 Mol Na+ und 1 Mol Cl-. Das ist genau dasselbe wie im ersten Beispiel, I ist gleich Q, 2 Mol geteilt durch 1 Mol macht I gleich 2. Beispiel 3, 1 Mol Glucose in Wasser. Nur Glucose ist undissoziiert in Wasser löslich, das heißt, es löst sich nicht auf. Der Dissoziationsgrad Alpha ist gleich 0. Dann ist in unserer Formel I gleich 1 plus 0 mal 1 Mol durch 1 Mol, das heißt, I ist gleich 1. Jetzt können wir dann auch unsere Konzeptfrage beantworten. Nochmal die Frage, der Phantoff-Faktor von Essigsäure in Wasser. Hier unten seht ihr auch die Reaktionsgleichung. Wir gehen dann jetzt die Antworten mal durch. A ist gleich 1. Das ist falsch, denn das hieße, dass Essigsäure in Wasser nicht dissoziiert, wie wir das im Beispiel der Glucose hatten. B, I ist gleich 2, ist auch falsch. Es hieße nämlich, dass die Essigsäure in Wasser vollständig dissoziiert, was nicht stimmt. Ihr erinnert euch an die ersten beiden Beispiele. C, I ist gleich 0. Wenn ihr euch mal die Formel anschaut, könnt ihr sehen, dass I gar nicht 0 werden kann, egal was wir für Q und Alpha einsetzen. Also ist C auch falsch. Somit ist D, I liegt zwischen 1 und 2, richtig. Da Alpha, der Dissoziationsgrad, zwischen 1 und 2 liegt, je nach Bedingungen, Konzentration, pH-Wert etc. Und so kommt man auf I, welches zwischen 1 und 2 liegt.
Also D ist richtig. Jetzt noch was zur Bedeutung des Van't-Hoff-Faktors. Den Van't-Hoff-Faktor I braucht ihr unter anderem zur Berechnung der Osmolarität und der Osmolalität sowie zur Berechnung von Siedepunkterhöhungen und Gefrierpunktserniedrigungen. Weiterhin benötigt man den Van't-Hoff-Faktor in der Van't-Hoff-Gleichung für den osmotischen Druck, die ihr hier unten seht. Also man kann sehen, den Van't-Hoff-Faktor begegnet man öfters in der physikalischen Chemie. Deswegen sollte man in der Lage sein, I zu berechnen. Aber das ist ja nicht allzu schwer.